Die Bomben. Um 5 vor 12 Uhr kurz vor Mitternacht zu einem Brand Wohnhaus da in Lahnhausenweg in Leoning alarmiert worden. Erste Meldung war 10. Obergeschoss, hat sich dann herausgestellt, 11. Obergeschoss beim Eintreffen, und da war eine Wohnung, zwei Räume von der Wohnung waren im Vollbrand beim Eintreffen. Muss aber sagen, dass die restlichen Anwohner die Feuerwehr eingewiesen haben und eigentlich vorbildlich reagiert haben. Waren Personen in der Wohnung? Hat es Verletzte außerhalb der Wohnung irgendwo gegeben? Nein, Gott sei Dank waren keine Personen in der Wohnung. Wir haben auch festgestellt, dass da quasi kotzenschrei waren. So, wir haben dann auch keine Katze gefunden. Das heißt, das ist negativ gewesen beim Eintreffen. So hat dann noch ein Mittler mit der Polizei herausgestellt, dass die Mieterin verreist ist. War sehr positiv für uns, wenn wir uns dann wirklich auf die Brandbekämpfung konzentrieren haben können. Und haben klarerweise die Nachbarwohnungen daneben und darüber und darunter evakuiert und die Leute rausgeschickt. Hat aber sehr gut funktioniert. Wie hat sich die Brandbekämpfung gestaltet? Ja, wie es jetzt so ist, haben wir in einem Hochhaus aufführen müssen. Wir waren im 11. Obergeschoss. Normalerweise sind da durch vorbereiteten Brandschutz Maßnahmen ergriffen, die was das erleichtern sollen. Auch eine Steigleitung, das in der Bekämpfung des Brandes oder bei der Befüllung alles schwieriger gewesen hat. Wir haben da einige Probleme gehabt, dass wir das Wasser aufgebracht haben, haben aber dann über eine Parallelleitung sozusagen Wasser nach oben gekriegt und haben dann parallel schon übertragbare Löschgeräte bzw. dann mit einem C-Rohr die Brandbekämpfung vorgenommen. Parallel dazu haben wir klarerweise Stiegenhaus belüftet, was jetzt üblich ist bei einsatztaktisch bei so einem Objekt, und dann auch die Wohnung brandrauch frei gemacht. Und die Leute haben dann nach einer Zeit in die Wohnungen dürfen? Ja, wir haben das für eine gewisse Zeit eben sozusagen evakuiert können, haben die Leute herunter lassen, nachdem mehr oder weniger die Gefahr gebannt war, und heute sind die Temperaturen ja nicht mehr so. Um Mitternacht sind Kleinkinder betroffen gewesen. Wir haben versucht, die klarerweise in den Feuerwehrfahrzeugen bestmöglich zu versorgen, aber wie sie dann ausgeschaut hat, dass gefahrlos sozusagen das Gebäude betreten werden kann, haben wir das wieder freigeben und die Leute sind wieder zurück in die Wohnungen gegangen. Und können alle Wohnungen wieder bewohnt werden, bis klarerweise auf die Brandwohnung. Wie viele Feuerwehren waren im Einsatz? Das waren die drei Leondinger Feuerwehren, Feuerwehr Hart, Feuerwehr Leonding, Feuerwehr Rufling im Einsatz mit rund 60 Mann, was sich halt sehr positiv erwiesen hat. Wir haben wirklich sehr schnell zugreifen können, es war relativ rasch die Löschzüge vor Ort und hat klarerweise dazu beigetragen, dass das glimpflich, wenn man so will, heute verlaufen ist. Ganz links, ganz links.